Wieso geht das nicht? Ah! Ah! Nein! Diese Schnelltasten! Schnelltatzen. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Suchtis Factory. Und ihr seht, das Spiel hat wieder mal seinem Namen alle Ehre gemacht. Ich habe hier jetzt mal die rechte Seite von dem Bahnhofsgebäude auf die linke Seite übertragen. Also ihr seht, der Koloss von Bahnhofos, der sieht hier auf jeden Fall schon mal deutlich kolossaler aus jetzt. Also es wird langsam, meine lieben Freunde, es wird langsam. Ja, es wächst und wächst langsam, aber sicher vor sich hin. Ich hatte jetzt aber noch eine andere Idee. Der M Creations HH hatte es ja in der letzten Session schon mal angedeutet. Eine coole Idee wäre es doch, wenn wir für diese ganzen Bauprojekte, die wir hier haben und teilweise auch jetzt mittlerweile an verschiedenen Stellen auf der Map, wenn wir dafür einen Bauzug hätten, mit dem wir einfach nur in eine Station einfahren und die Station belädt uns dann zum Beispiel 3 verschiedene Waggons mit den wichtigsten Baumaterialien, die wir an der Baustelle benötigen. Und ich dachte mir, das ist eine ziemlich geile Idee und das können wir heute mal umsetzen und ich habe da schon mal ein bisschen einen Grundstein gelegt. Das machen wir aber nicht hier am Hauptbahnhof. Der Hauptbahnhof soll wirklich nur für den Massentransport da sein. Ja, der soll nicht dafür da sein, jetzt gezielt bestimmte Sachen zu transportieren. Das ist dafür nicht geeignet. Da nehmen wir spezialisierte Bahnhöfe und zwar habe ich mir gedacht, ihr habt ja hier schon gemerkt, da geht ja eine Nebenstrecke hier nach hinten, ne? Und ich dachte mir, das ist eigentlich der ideale Platz, weil das hier so am Lager vorbeigeht hinten, dass wir das hier einfach aufbauen. Ja, hier an der Stelle. Und ich dachte mir, das machen wir jetzt einfach mal. Ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet. Und wir müssen mal, bevor wir jetzt hier zum Kern der Sache kommen, müssen wir mal wieder hier ein bisschen was wegsprengen. Ja, weil ihr seht ja schon wieder, da ist so viel Gemüse im Weg. Da kann man doch wieder nicht vernünftig bauen. Dieses Gemüse hier oben wollte ich eigentlich so ein bisschen stehen lassen, weil ich dachte, ja, hier auf dieser Anhöhe, da werde ich eh das Lager nicht ausbauen oder so, da kommt eh nichts hin. Da können wir auch das Gemüse stehen lassen, das sieht dann ein bisschen schöner aus. Mann, lag ich falsch. We were so wrong. So, weg mit der Natur. Natur ist immer im Weg in Satisfactory. Selbst wenn sie zunächst nicht im Weg zu sein scheint, irgendwann ist sie einfach im Weg. So, und ihr seht hier noch was anderes. Ich habe hier schon mal eine Station gebaut, die sich Baustoffstation nennt. Denn hier sollen dann die Container automatisch auf den Zug geladen werden mit den richtigen Ressourcen. Und ich dachte mir, wir machen 3 Container mit jeweils dann 3 entsprechenden Stationen. In der ersten Station werden wir Beton reinladen. Und zwar nur Beton, weil Beton ist das, was man volumenmäßig eigentlich am häufigsten und am intensivsten braucht. In der zweiten Station wird es alles geben, was wir für den Gleisbau benötigen. Das sind entsprechend, können wir mal gucken, die Stahlträger und die Stahlrohre. Das heißt, da brauchen wir dann einen Fusionator oder 2, die uns diese 2 Materialien zu gleichen Anteilen in diese Verladestation hineinfusionieren, sodass wir immer so im Wechsel immer einen Stack davon, einen Stack davon, einen Stack davon, einen Stack davon haben, damit wir unseren Waggon zu gleichen Anteilen befüllen können. Das ist immer ganz wichtig. Ja. Und in der dritten Station, die sind hier übrigens gerade unsichtbar, ja, die habe ich unsichtbar gemacht mit Magie, die kommen gleich noch, keine Sorge, da werden wir quasi 5 Baumaterialien zu gleichen Anteilen verladen. Und zwar, man braucht ja relativ häufig, zum Beispiel für Stationsbau, die schweren Rahmen, Kabel, dann braucht man, was war das noch, hier Computer. Wenn man dann noch Förderbänder und sowas bauen will, braucht man Aluminiumplatten. Und wenn man dann noch, was war es noch? Sind jetzt 4 Sachen. Eine 5. Sache wollte ich noch verladen. Was waren das nochmal? Irgendwas wollte ich da noch verladen. Waren das die Motoren? An sich könnte man Motoren noch mit reinpacken. Wichtig ist halt einfach nur, dass diese Sachen dann alle zu gleichen Anteilen in die Box geladen werden. So, jetzt habt ihr vielleicht schon gesehen, dass ich hier irgendwas Merkwürdiges gemacht habe mit dieser Station. Ich habe sie tatsächlich gedreht. Das geht nämlich. Das hat mir auch ein Zuschauer unter die Folge geschrieben. Ich muss nicht
die Standardausrichtung, die ja eigentlich immer mit der Station ausgerichtet ist, mit der Hitbox, wählen, wenn ich die Verladestation hinter die Bahnstation snappe. Ich kann die auch drehen, wenn ich das Mausrad benutze. Ich kann die auch auf die andere Seite drehen um 180 Grad. Und dann sind die Ausgänge nämlich auf der anderen Seite. Und das habe ich hier mal gemacht. Der einzige Nachteil davon, wenn man das macht, man hat dann halt eine verschobene Hitbox im Vergleich zur Kopfstation. Also wenn die Station hier, die ist ja jetzt in die Richtung ausgerichtet, sodass der Zug von da nach da einfährt. So, und diese Hitbox von diesen Stationen ist jetzt aber in die andere Richtung ausgerichtet, mehr oder weniger. Das macht zwar für den Zug nichts, der Zug wird trotzdem B- und Entladen, aber für die Hitbox ist es halt ein großer Unterschied. Das kann ich euch mal kurz demonstrieren, wenn ich hier versuche, Wände zu bauen. Oder irgendwas anderes, was vielleicht die Hitbox anzeigt. Sehen wir hier mal die Hitbox? Hier sehen wir die Hitbox. Ihr seht das jetzt, die ist hier so verschoben. Das ist, glaube ich, sogar genau eine Wandlänge. Ja, okay, durch diese blöde Station hier kann man eh keine Wand bauen an der Stelle. Aber das ist ungefähr eine Wandlänge, man sieht das hier jetzt, ne? Muss man dann berücksichtigen, wenn man den Bahnhof entsprechend in ein größeres Gebäude integrieren möchte. Dann hat man verschobene Hitboxen. Weil die halt, wie gesagt, nicht symmetrisch sind. Ne, also das Gleis sitzt halt quasi auf der zweiten von vier Foundation-Längen und deswegen, wenn man das dann dreht, dann ist es nicht mehr symmetrisch. Egal, soll uns nicht irritieren oder irrigieren. Das hier brauchen wir gerade eh nicht. Ich mache jetzt hier mal die Wand auf. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall noch genug Platz, nämlich eine Foundation-Länge, um hier die Verteilungslogik an den Start zu bringen. Und für den Zement ist das jetzt gar nicht mal so kompliziert. Für den Zement machen wir das jetzt einfach so, dass wir hier schon mal ein MK5-Band draus machen, denn dann geht das nämlich alles noch ein bisschen schneller mit dem Auffüllen. So, und das, der verschwindet ja hier hinten. Ja, da wird er ja quasi rausgefördert, genau. Der wird rausbefördert zu der Stahlfabrik, weil da werden ja die schweren industriellen Stahlträger draus gemacht. So. Jetzt würde ich vorschlagen, machen wir hier einfach schon mal einen Splitter hin und versuchen da schon mal möglichst präzise diese Station hier, die erste, zu beliefern. Jetzt muss ich nochmal gucken. Genau, hier ist der Eingang. So. Das heißt, auf der Höhe brauchen wir den Splitter. Genau, das ist jetzt hier ein bisschen schief. Ah! Müsst du mich mal hier nicht wegschieben. So geht das aber nicht. Warte mal. Hier müssen wir, glaube ich, stehen. Genau, hier so. Hier so. Hier so. Und wenn ich jetzt hier den Splitter setze, müsste ich in der Lage sein, mit einem MK5-Lift relativ genau das Ganze... Okay, da ist jetzt das Band vom Draht im Weg. Das macht aber nichts. Das können wir zur Not auch ein bisschen höher legen noch. Ich mach das mal weg. So, warte mal, wo ist denn da ein Ausgang vom ungültiges Ziel? Hä? Warum? Warum ist das ein ungültiges Ziel? Ach, Stapel. Oh Gott, warte mal. Ah! Ich fliege hier schon wieder ziellos durch die Gegend. Wo kam das jetzt her? Hier kam das her, ne? Ausgang, ja. Warte, dann ist da ja noch ein Ausgang. Ne, das ist ein Eingang. Der nächste Ausgang ist da oben. Sekunde. Ich hoffe, das geht jetzt. Einmal hier raus, bitte. Okay, das funktioniert natürlich wieder nicht. Kann man nicht da nach unten gehen? Das Förderband ist zu steil. Ah, warte, doch. Warte. Das geht doch. Das geht doch. Warte. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ja, wir ziehen das jetzt einfach hier hin. So möglichst nah hier vorne ran. So. Und dann bauen wir da dann einen Lift nach unten. Und zwar, wo ist es jetzt gewesen? Da. Jawohl, guckt euch das an. Ist das nicht eine geile Lösung hier? Wusch. Sehr schön, jetzt haben wir da nämlich Platz für unseren Lift. Am Splitter. Ich sollte mir den... Ah! Ah! Gott. Nein! Hört auf, mich zu befördern. Satisfactory ist das eine Spiel, wo man nicht gerne befördert wird. So, genau, guckt mal hier. Jetzt einfach bam, dann auf die Höhe.
Schon mal gucken. So. Machen wir jetzt das hier mal auch weg. Genau. Und dann rein damit. Haha. Und schon haben wir Beton drin. Okay, ist noch kein Strom am Start. Das liegt daran, dass das Ganze hier noch nicht mit einer Schiene verbunden ist. Lasst uns das doch gleich mal ändern, würde ich sagen. Dann lege ich mir die Schienen nochmal auf die Schnülltaste. Kann ich da zufällig, wenn ich jetzt von hier eine Kurve baue, kann ich da zufällig direkt reingehen hier? Ich muss, glaube ich, die Schiene mal kurz unterbrechen. Warte mal, wo ist denn unser Ölzug? Der braucht diese Schiene hier, um zu wenden. Der ist gerade, der kommt gerade zurück. Dann ist das vielleicht gerade nicht so ein guter Moment. Da müssen wir mal kurz warten, bis der hier vorbeigekommen ist und seine Hauptstrecke wieder aufgenommen hat. Weil ich muss hier nämlich mal kurz ein Segment einfügen, dass ich hier dann eine Kurve reinfügen kann mit einer Weiche. Und das kann ich jetzt nicht machen, wenn der da gerade gleich drüber fahren will. Dann rastet der nur aus. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht, dass der ausrastet. So, hier sollen, wie gesagt, jetzt die Komponenten für die Schienen rein. Also die Stahlrohre und die Stahlträger. So, jetzt haben wir aber folgendes Problem. Stahlträger sind da hinten, ganz am Ende. Und Stahlrohre sind hier drüben, ganz hinten. Also da. Da drin. Dann wäre es fast schlau, die Produktion direkt noch abzugreifen. Aber, obwohl, nee, eigentlich wäre das sogar nicht schlau, glaube ich. Dann würden sich die nämlich nicht schnell genug füllen. Moment, wie machen wir das am blödesten? Wir können ja auch hier vorne rausgehen. Jetzt habe ich ja wieder die... Ah, man hat eindeutig nicht genügend Schnellschlots. Genau, wir lassen das einfach von hier. Warte mal, wir machen das über die Seite. Über die Seite lassen wir das befördern hier. Ist nur die Frage, warte, wie weit kann ich denn da reingehen? Ja, bis hierhin so, komm. Da machen wir jetzt hier so ein Wandhalterungsdings dran. Und dann... Nein, was habe ich denn jetzt gemacht? Ah! Ich baue da das Förderband. Gott. Ich bin nicht schnelltastenkompatibel. Genau, lasst uns das so machen. Da auch wieder einen hin. So ein Ding, so ein Halterungsding. Sauber. Wunderschön. Genau. Und dann müssen wir das da hinten fusionieren erstmal. Das können wir ja schon mal machen. Und zwar brauchen wir jetzt einen Fusionator. Und das könnten wir eigentlich direkt auch nach oben verlegen. Dann haben wir hier unten Platz zum Laufen. Also so. Und das Ganze wollen wir oben haben. Also stapeln wir das Ganze. Nice. Wunderschön. So, und jetzt müssen wir das nur hier hinkriegen. Und da haben wir schon wieder das erste Problem mit diesem Förderband hier. Moment, wie machen wir das? Genau, warte mal. Wir legen das hier noch hin. Also da noch so eine Gabel, so eine Förderbandgabel in die Wand. Dann von da nach da. Und dann mit einem Lift erstmal hier runter. So, genau. Und dann legen wir das von hier. Da müsste ja Platz sein eigentlich. Genau, dann legen wir das von hier einfach erstmal hier vorne hin. Wunderschön. Das passt sogar exakt wie angegossen. Muss ich an der Stelle mal festhalten hier, ja. So, jetzt müssen wir nur... Ah! Jetzt müssen wir nur den richtigen Punkt erwischen für das Förderband. Ah, dass dann der Lift entsprechend an der Stelle sein kann. Oder ich setze den Lift einfach zuerst. Ja, das ist doch gut so, warte. So passt das doch, oder? Hä? Wieso ist es verdreht? Das war doch... Da war doch ein grüner Orientierungsdings. Warte. Das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Das muss doch... Genau, da muss es sein. Da so. Oder? Das muss doch richtig sein. Immer noch nicht. Immer noch eins nach vorne.
Da sieht man mal, wie perspektivisch verwirrend das hier ist. Jetzt habe ich's. Wann muss man da nah nach vorne gehen? Das gibt's ja nicht. Jetzt habe ich's. So muss es sein, genau. So, wir verbinden das jetzt mal noch nicht. Oder doch, wir verbinden das hier schon in die Richtung. Das können wir schon machen. So, jetzt gib mir, genau. So, jetzt kommen schon mal die Dinger ran. So, jetzt brauchen wir noch das Förderband mit den Stahlträgern. Die müssen jetzt von hier hinten kommen. Von hier. Das war, glaube ich, hier die letzte, genau. Der hier war das. Nochmal nachgucken. Ja, ist der richtige. Also, den müssen wir rausfördern. Das machen wir jetzt einfach auf derselben Linie. Das ist ein Eingang, verdammt, da geht das nicht. Moment, wir müssen einen Ausgang missbrauchen. Richtig, und da das hier jetzt im Weg ist, müssen wir das ein bisschen anders lösen. Genau, da legen wir das jetzt einfach mal hier ein bisschen hoch. Damit das nicht so ineinander gerät. So, dann ziehen wir das hier mal nach oben. Jawoll. Nice. Und dann gehen wir hier an der Stelle nach vorne mit dem Band. Oder warte mal, das machen wir ein bisschen näher ran noch. Dann haben wir hier in der Mitte noch ein bisschen Platz vielleicht noch für ein weiteres Band. Das ist nicht verwirrend, du bist verwirrend. Was soll denn das heißen? Was soll denn das heißen? Ich bin überhaupt nicht verwirrend. Ich erkläre das alles voll verständlich hier. Meine Handlungen und Beschreibungen sind absolut nachvollziehbar und einleuchtend. Oder nicht? Oder wie? So, jetzt bauen wir da den Eingang. Moment. Wenn ich das jetzt so mache, wird das dann gerade? Nee, noch ein Stückchen hier rüber. Eins noch in die Richtung. Passt das so? Passt das? Passt das? Noch ein bisschen höher? Nee. So, und... Jawohl, genau. So, und jetzt einfach von da nach da. So, jetzt haben wir den Fusionator entsprechend verbunden. Ne? Jetzt haben wir da die Platten, da die Rohre. Und hier geht es jetzt in den Fusionator. Und wenn ich jetzt das Ding anschließe, müssten eigentlich im Wechsel immer jeweils beide Ressourcen in diese Station eingefüllt werden. Also beide Bauteile. Wir schauen uns das mal an. Jetzt natürlich kein Strom. Ja, ja, Strom, verdammt mich. Ich weiß, ich muss einfach nur die Schienen anschließen. Ist der jetzt hier mal vorbeigefahren, der Ölexpress? Nein, der kommt schon wieder zurück. Scheiße, ich komme hier nicht dazu. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach mal schnell. Komm. Der hält ja eh noch bei der anderen Station. Wir brauchen ja nur ganz schnell. Ja, jetzt habe ich natürlich wieder nicht die Gleise auf dem Schnelldings drauf. Moment. Eins, zwei, drei. Wir müssen ja nur bis hier. Dann da hinten ran. Dann einmal hier rum. Wieso geht das nicht? Ah! Ah! Nein! Diese Schnelltasten! Schnelltatzen. Ich brauche Schnelltatzen und keine Schnelltasten. So, jetzt schnell erstmal hier. Nein. Schnell verbinden hier, komm. Mach es. Mach es doch. Okay, gut. Das haben wir schon mal. Alles klar, alles gut, alles fluffig. So, jetzt müsste die eigentlich Strom haben. Richtig? Hast du Strom? Ja. Sehr gut. So, damit werden jetzt auch die Stationen hier befüllt. Ja, genau, guckt euch das an. Genauso wollen wir das haben. So muss das aussehen. Exaktamente, präzise, bellissimo, grazie, grande, Excalibur, presto, presto siesta, grande, molto bene. Genau, perfekt. Da kommt der Italo-Spanier in mir durch. So, jetzt brauchen wir die komplizierteste Anlage von allen tatsächlich. Und zwar brauchen wir jetzt die dritte. Und die wird der eigentliche Hirnspalter werden an der Stelle. Und das wird nicht einfach. Also wir brauchen jetzt vier verschiedene Komponenten. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wo wir uns die jetzt nochmal herholen müssen. Wir brauchen die schweren Stahlrahmen. So, die sind neben den Rohren hier, befinden die sich.
Hier drin nämlich. Da müssen wir mal schauen. Die müssen wir uns von hinten holen. Und die holen wir uns wieder über die Wand, würde ich sagen. Das hat gerade ganz gut funktioniert. Oh Gott, hier hinten ist ja auch so wenig Platz. Genau, die sind hier drin, in diesem Ding. Wo ist denn hier mal ein Ausgang? Da ist ein Eingang. Da ist ein Ausgang. Und der nächste Ausgang ist wieder da oben. Okay. Ja, warte, dann lasst es uns so machen, dass wir das... Ah, dass wir das von hier nach da drüben an die Wand wieder runterlotsen. Okay, da müssen wir aber eine Etage höher gehen. Also eine hier drüber. Genau dahin müssen wir das holen. Wandhalterung. Drehen, fertig, bam. Und dann ein förderndes Band. Von hier oben. Richtig? Ah ja, das geht wieder nicht. Moment, da müssen wir das wieder so frech hier vorne auf diesen Lift drauf schieben. Oh Gott, kann ich nicht irgendwie das von irgendwo anders aus machen? Warte mal. Kann ich das nicht von hier oben machen? Dann sehe ich besser. Ja, so kann ich es besser beurteilen, ob es gerade ist oder nicht. Genau, so machen wir das. Wundernice. Und dann darunter. Jawohl, es funktioniert. Ganz hervorragend. Ganz ausgezeichnet. Genau, und dann fädeln wir das da hoch. Und dann von da. Na gut, jetzt haben wir hier das Problem, dass da dieser Bau so komisch endet. Das habe ich eigentlich nur aus ästhetischen Gründen gemacht. Wir entfernen das mal. Das muss nicht unbedingt da sein. Ja. Dann machen wir lieber da wieder die Gabel hin. Ah ne, Moment, warte mal. Fällt mir gerade wieder noch ein anderes Problem auf. Wir müssen hier ums Eck. Wir müssen ja den Lift wieder auf einer anderen Höhe runterfädeln. Warte mal, wir machen das mal anders. Machen das mal so. So und so. Genau. Dann können wir den Lift zum Runterfädeln, nämlich... Ah ne, können wir nicht, warte mal. Sekunde. Ich muss gerade mal überlegen, wie machen wir denn das hier. Warte mal. Wir haben hier noch... Ah Gott, dieses Befördern immer. Sekunde. Ich muss mal gerade... Wie machen wir das? Moment, wie machen wir das? Wir haben nicht viel Platz. Genau, wir haben nicht viel Platz. Wir haben da ganz viele Bänder. Wir haben hier in der Mitte aber noch Platz. Wenn ich das jetzt mal hier gerade peile über Pi mal Daumen, dann sehe ich, dass ich hier drunter mit einem Band noch durch kann unter dem Zement. Und auch da bei den Rahmen. Die könnte man sogar noch anders draus fädeln, sehe ich gerade. Da könnte man sich den sparen eigentlich. Mehr oder weniger. Halt. Ah, jetzt scheiße, jetzt sehe ich nicht, wo es aufhört. Moment. Das machen wir, das lösen wir hier mal anders. Hier kommt mal einfach so ein Ding hin. Dann sparen wir uns quasi ein bisschen Höhe. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Genau, geh mal da hin. So, wo kamen die jetzt raus? Kamen die jetzt da raus? Oder da? Da kamen sie, glaube ich, raus, oder? Sind das die Rahmen? Ja, genau, perfekt. Haben wir alles richtig gemacht. Gut, ist jetzt ein bisschen verschoben, aber egal. So, dann haben wir jetzt eigentlich hier noch genug Platz, um dieses Band da so drüber zu fädeln. Jetzt muss ich nur schauen, wie machen wir das jetzt? Wie holen wir uns das so? Das geht ja nur, wenn wir hier jetzt so einen Stapler noch bauen. Auf die Höhe. Genau, so, und jetzt, wenn wir jetzt das wieder so machen, ich brauche hier nochmal eine Wand, ist das der Ölzug gerade zufällig? Ist das der Ölzug? Nee, warte mal, wo ist denn der Ölzug? Ah, da ist er, okay. Ist der jetzt hier vorbeigefahren eigentlich? Nee, ne? Hm.
Egal, der kann ja auch mit seiner Kopflok kann er ja auch direkt nach hinten zurückfahren, das geht ja. Ach Mensch, ich wollte es doch... Moment. Moment, ich bin wieder verwirrt hier. Und zwar total. Es geht doch viel einfacher. Moment, wenn wir jetzt hier einfach noch den Stapler so hochziehen, genau. Und wenn wir jetzt einfach von dem anderen Stapler zu dem gerade eben platzierten Stapler bauen, haben wir schon mal die Richtung vorgegeben, die richtige. So, wenn wir jetzt von da einen Förderbandlift einfach so bauen, dann braucht man nämlich das nicht und das auch nicht. Und dann können wir nämlich das einfach da reinfädeln lassen. Ja, nicht von da. Okay, Moment, ich muss ihn nochmal drehen. Sieht sonst komisch aus. So müsste es aber okay sein. Jawohl. Hä? Oh Mann, ja immer die falsche Seite erwischt. Jetzt. Und. Ja. So, Rahmen, Schwere sind schon mal da, wo wir sie haben wollen. So, dann sollten wir ja auch gleich mal noch einen Fusionator bauen. So, und das Ding ist jetzt, wir brauchen jetzt zwei Fusionatoren. Mindestens. Nee, eigentlich drei. Glaube ich. Wir bauen das schon mal mit dreien auf. Will jetzt schon mal so machen. Ist das richtig? Ne, es ist natürlich nicht richtig. Moment. Jetzt ist es richtig. Hier muss er stehen. Ein Stückchen noch nach vorne. So, jetzt haben wir hier noch Platz für einen weiteren. Genau. Und das machen wir natürlich wieder in den obersten Slot. Passt das so? Ja, es passt so. So, die machen wir mal weg. Genau. Also der Punkt ist jetzt, ich erkläre es nochmal. Wir müssen 5 Ressourcen insgesamt, glaube ich, es waren glaube ich 5, in diese Station reinkriegen. Und zwar zu gleichen Anteilen. Das soll genauso reinfließen wie hier drüben auch. Ja, sodass wir immer im Wechsel einen Stack davon, 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 einen Stack davon haben. Das ist das Ziel. Und das müssen wir jetzt natürlich entsprechend mit den Fusionatoren und, ja, eigentlich mit Fusionatoren nur erreichen. Das heißt, wir brauchen 3 plus 2 Eingänge. Und das, was hier hinten fusioniert wird, muss hier ja dann auch wieder reinfließen, wenn ihr versteht. Sodass hier dann noch die anderen 2 Komponenten mit hinzugefügt werden können. Also das heißt, hier kommen jetzt dann 5 Komponenten mindestens zusammen. Das wird ganz schöner Spaß wird das, sagen wir es mal so. Ich weiß auch gar nicht, ob ich diese Komponenten alle so ohne weiteres hierher kriege. Das geht alleine schon bei den Bändern los. Na, da müssen wir ja auch schon gucken, wie wir das dann verlegen. Ich mache jetzt aber erstmal schon mal die schweren Rahmen. So, die kommen von da. Genau, Motoren fließen ja hier eh schon durch. Wie, jetzt was? Nein, zu teuer. Zu teuer! Habe ich echt so wenig Aluminiumplatten dabei? Das gibt's ja gar nicht. Computer brauchen wir da noch drin. Die sind von da, von wo ich gerade vorbeigelaufen bin, links. Aluplatten. So, sehr gut. Hier sind die Computer drin. Das wird auch ein Akt, die da rauszukriegen. So, also. Weiter geht's. Wir haben viel vor uns. Ich mach mal das hier weg noch. Da haben wir ein bisschen mehr Platz da unten. So, wie war das jetzt? Nicht genügend Freiraum? Das alte Problem. Das alte Suchtis Factory Problem. Aber das alte Problem, das wir natürlich auf die alte Art und Weise lösen. Wir rauschen einfach mal rein. Mit dem Gesicht. Willst du mal stehen bleiben, verdammt? Ich muss von da bauen. Ah.
So, jetzt dahin und... Jawohl. Aber eigentlich... Warte mal, wir können auch direkt... Wir können es auch direkt so machen. Das ist, glaube ich, schlauer. Dann haben wir den Eingang noch frei für was anderes. Vielleicht sogar für die Motoren. Weil das bietet sich dann nämlich gerade an. So, Komponente Nummer 1. Schwere Rahmen. Dann machen wir da einen Förderbandsplitter an die Motoren. Dann haben wir schon mal Komponente Nummer 2. Und zwar so. Dass wir da hinkommen. Gott, ich muss das von oben sehen, sonst sehe ich nicht, wo die Mitte ist. Machen wir es mal von hier. Ja, toll, jetzt sehe ich es hin. Ah, doch. Moment. Kommt das so hin? Ja, ungefähr halt. So müsste es passen. Also, jetzt von da einen Lift nach oben. Wenn das überhaupt geht. Geht das überhaupt auf irgendeiner Seite? Da geht's nicht. Da geht's. Moment. Ah, shit. Wer hätte eigentlich diese geniale Idee, dieses Band von dem Zement so nah hier ranzuziehen? An diese Wand hier. Warte mal. Das müssen wir mal anders machen. Geht das, wenn ich das von hier nach da mache? Nee. Sekunde. Sekunde. Ich hab's gleich. Erstmal hier hin, dann dahin. Ah, Mann. Okay, da geht's hoch. Warte mal, kriege ich das noch eine runter? Hä? Gott. Okay, das wird so wohl nichts, warte. Kriege ich es von da nach da? Nicht genügend Freiraum. Das Förderband ist zu steil. Na warte, dann. Ich weiß doch, wie ich das hinkriege. Lass es doch einfach so machen. Na sag mal. Ja. Oh Gott. Ja, von da. Was? Wie zu steil? Wie geht das? Lüge! Naja, warte. Dann halt anders. Dann halt... So? Ach, komm. Das ist dieser scheiß Knick da drin. Warte mal. Da müssen wir den Förderbadinski da nochmal wegmachen. So, jetzt aber. Komm. Jawohl. Dann von da nach da. Nicht genügend Freiraum. Das Förderband hat eine ungültige Form. Ach komm. Jetzt. Dann können wir das auch wegmachen. Oh Gott. Speicherfreeze. Hör auf. Immer im falschen Moment. Dann können wir nämlich beide... Was hat... Au. Dann können wir nicht beide von diesen Ständern hier löschen. Die brauchen wir dann nicht mehr. Ich stehe nur am Weg rum. Bestimmt brauche ich sie gleich wieder für irgendwas. Bestimmt brauche ich die gleich wieder. So, mal hochfliegen. So, also, wo war jetzt der Lift mit dem Zementausgang? Hier, ne? Gut, dann bauen wir da jetzt nochmal den Splitter hin. Schade, dass das jetzt hier nicht gerade ist. Ich hatte eigentlich gehofft, dass das gerade wäre, aber hätte ich noch ein bisschen weiter runter gehen müssen, ne? Mit dem Lift hier vorne. Egal. Wir wollen jetzt nicht zu sehr in den Perfektionismus abgleiten, glaube ich. Wir sind schon viel zu sehr in diesem Territorium unterwegs. So, das muss ich jetzt wieder löschen. Das geht wieder nicht. Da will er wieder nicht, wie ich will. Ah. 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 Ah, guck mal, das ist eine Kiste. Dann müsste das ja die richtige Höhe sein.
Warum habe ich da eine Kiste? Habe ich so viel Zeug im Inventar jetzt? Warte mal. Was sind da drin? Tatsache. Was habe ich denn jetzt wieder alles dabei? Mal einfach mal sortieren. Wusch. Wunderschön. Wie es sein soll, genau. Kann ich jetzt hier den Lift hochziehen? Für die Motoren. Geht das jetzt? Wirst du es wohl machen? Genau. Hervorragend. Das machen wir natürlich auf die richtige Höhe. Das ist ein bisschen versetzt. So gefällt mir das nicht. Warte mal. Perfektionismus und so. Da sind wir wieder beim alten Thema. Auf jeden Fall ist an der Stelle jetzt diese Folge Satisfactory auch wieder zu Ende. Wenn ihr jetzt selber Bock bekommen habt, Satisfactory auch zu spielen, ihr könnt euch das holen im Epic Store und ihr könnt dabei auch gerne meinen Creator-Tag Spielbär mit AE benutzen. Für euch wird es dann nicht teurer, aber ihr unterstützt damit meinen Kanal und auch diese Videos direkt. Und es wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Satisfactory. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann geht's weiter in der nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao!